Der Herr sagt, dies ist das Wort aus meinem Mund und es ist tonangebend. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. November 2009 von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy. Für Timothy und Daniel und für all jene, die Ohren haben und hören. Das sagt der Herr, euer Gott. Meine Söhne, es gibt einige unter euch, die sich bemüht haben, sich selbst an meinen Tisch zu setzen, die aber meinem Wort in den Bänden widerstehen. Sie sehnen sich danach, mein Wort zu hören, aber gleichzeitig lehnen sie es ab, denn sie können es nicht ertragen, die Wahrheit meiner Worte zu hören, die zu dieser Generation gesprochen werden, aus Furcht, tief im Innern Überzeugung zu fühlen. Denn wie es geschrieben steht, so ist es bis zum heutigen Tag. Sie kommen zu euch, wie Menschen es tun. Sie sitzen vor euch, als wären sie meine Leute. Und sie hören eure Worte, aber sie handeln nicht danach. Denn mit ihrem Mund reden sie Schmeicheleien und zeigen zum Schein viel Liebe. Doch ihr Herz geht seinen eigenen Weg. In der Tat seid ihr für sie wie ein schönes Lied. Wie jemand, der eine angenehme Stimme hat und gut auf einem Instrument spielen kann. Sie hören eure Worte, aber sie werden sie nicht tun. Meine Leute sollen aber im Glauben leben und in dem wandeln, was ihnen bereits gegeben wurde. Denn jene, die mich wirklich kennen, achten auf jedes meiner Worte. Und sie hören auch zu und gehorchen dem, was ich gegenwärtig spreche. Und sie beachten das, was dieser Generation gegeben wurde. Denn das, was ich gegenwärtig spreche, muss an erster Stelle stehen. Und das, was in den Briefen der Wahrheit enthalten ist, steht an erster Stelle und muss für alle sichtbar in den Vordergrund gerückt werden. Nicht, dass dieses Wort in irgendeiner Weise überlegen wäre, noch soll es als weniger wichtig erachtet werden gegenüber meinem Wort in den Schriften der Wahrheit. Denn mein Wort ist mein Wort. Beide sind Schrift und Wahrheit. Denn das, was ich ins Gehör meiner Propheten spreche, steht geschrieben für die Generation, in der es empfangen werden soll, damit alle es hören, an erster Stelle. Ob sie zuhören wollen oder ob sie es unterlassen. Und wie es in allen vergangenen Zeiten war, in denen ich durch meine Diener die Propheten gesprochen habe und sie ihrerseits es dann niedergeschrieben und auch laut verkündet haben, so spricht der Herr. So ist es auch in dieser Zeit, ja auch während dem Ende dieses Zeitalters, das über euch ist. Denn das, was jetzt aus meinem Mund hervorgeht, steht an erster Stelle, und es soll meinem früher gesprochenen Wort nicht untergeordnet werden. Auch ist das eine kein Fundament für das andere, als ob das Wort, das aus meinem Mund hervorgeht, irgendetwas bräuchte, um es zu stützen. Auch ist kein anderer Zeuge erforderlich, um zu beweisen, dass mein Wort mein eigenes ist, wenn ich selbst es gesprochen habe. Mein Wort steht, und es ist leicht zu erkennen von jenen, die mir gehören, und von jenen, in denen ich wohne. Mein aktuelles Wort ist tatsächlich in perfekter Übereinstimmung mit meinem Wort, wie es war. Doch läuft es direkt gegensätzlich zu dem, was die Menschen verdorben haben. Hier ist Weisheit, die nur wenige bedacht haben. Noch haben sie sie verstanden. Wenn jemandem, der sich zu mir bekennt, die Einsicht fehlt,
aufgrund von Ohren, die dumpf bleiben im Hören und Augen, die trüb bleiben im Sehen. Dann sollen sie mein Wort nur durch mein Wort prüfen. Denn jeder, der außerhalb meines Wortes prüft, gemäß den Worten oder Lehren der Menschen, wird versagen und vor dem Herrn verachtet werden. Denn ich sitze als Richter. Denn ihr habt nicht erkannt, dass meine Worte in den Bänden der Wahrheit, welche auch die Briefe genannt werden, auch ein Stab sind, mit dem die Übersetzungen der Menschen geprüft werden sollen. Ein Licht, das auf die Lehren der Menschen leuchtet, um sie zu enthüllen und sie als Gotteslästerung und Ketzerei vor Gott zu entlarven. All das wird an jenem Tag brennen, wenn das Feuer kommt, um die Qualität der Arbeit eines jeden zu prüfen. Wenn also jemand, der sich zum Glauben bekennt, weise ist, soll er sich vor mir demütigen und den Namen des Heiligen anrufen und um Erkenntnis bitten, worin alles Verständnis zu dem wahrhaft Zerknirschten und Reumütigen fließt. Es wird als reines Zeugnis fließen, ohne Schatten einer Umkehr oder Verdorbenheit. Und nur so kann jemand beim Lesen weise werden, indem das, was gegeben wurde, mit dem verglichen wird, was noch einmal offenbart wurde, erkennend, dass der Ursprung und Autor ein und derselbe ist. Ein Wort, ein Buch, ein fortlaufendes Testament zu meiner Ehre. Auf keinen Fall darf es in drei Teile getrennt werden, sagt der Herr. Schaut, meine Worte werden niemals vergehen, denn wie ich bin, so ist auch mein Wort. Denn es geht von mir aus, offenbart von ihm, der wahr ist, der auch das Wort genannt wird, lebendig. Er gibt seiner Herde immer das Wort, welches als Nahrung niedergeschrieben wurde und durch den Teil von ihm selbst empfangen werden soll, der auch in ihr ist, der Geist, der heilig genannt wird, der von der Wahrheit dessen spricht, wer ich bin, und der ihn verherrlicht, den ich zu euch gesandt habe, der meinen Namen trägt und meine Herrlichkeit in sich selbst offenbart, so wie ich durch ihn verherrlicht werde, wobei seine Herrlichkeit die gleiche ist, die ich besitze. Denn wir sind eins von Anfang an und doch als zwei offenbart auf der Erde, damit jene, die ich erwählt habe, mich erkennen und zu mir kommen und das Leben empfangen und in das Paradies Gottes zurückkehren können, das in seinem Reich und sein Sohn ist. Ich bin der Herr und jene, die von mir empfangen haben, bezeugen, dass der Heilige, genannt Jesus Christus, der Herr des Himmels und der Erde ist. Ja, Yahushua HaMashiach ist der Meister, vor dem sich alle Völker niederbeugen sollen. Auch alle Dinge werden ihn ehren. Alle werden bekennen, dass Yahushua Yahweh ist, der einzig treue und wahre Zeuge, der ewige König, der ist und war und kommen wird, der Allmächtige. Gebt ihm alle Ehre. Deshalb, Daniel, sollst du diesen Sabbat und den nächsten und ein drittes Mal so lehren, wie ich es dir gebiete. Du sollst beten und für dich einen Entwurf anfertigen und ihm folgen. Nicht den Zuhörern, sondern dem Haupt, welches ich bin. Du sollst drei Studien in einem Zug vorbereiten, drei Studien, die mein Wort aus den Briefen enthalten. Und nur aus diesen Bänden sollst du Wissen zusammentragen für diese drei Zusammenkünfte, mit welchen du diese Herde nähren sollst. Die kommt, um an meinem Tisch zu sitzen, am Tag des Herrn. Denn ich habe zu dieser Generation gesprochen, und das, was ich gesagt habe, soll an das Haupt des Tisches gebracht und verteilt werden,
so als ob ich selbst dort sitzen würde. Denn ich bin in der Tat mit euch. Ja, ich bin in eurer Mitte und bleibe immer das Haupt meines eigenen Tisches. Denn wie es geschrieben steht, jeder Akt des Gebens in dem Geliebten trägt viel Frucht. Und jede perfekte Gabe ist von oben und kommt vom Vater des Lichts herunter, bei welchem es keine Abweichung oder den Schatten einer Umkehr gibt. Ich bin das Geschenk. Alle Dinge werden durch mich offenbart. Und das, was gute Früchte trägt, wird von jenen empfangen, die in mir bleiben. Denn ich bin der Treue und wahre Zeuge. Ich bin der Herr und ich ändere mich nicht. Deshalb werde ich nichts tun, bis ich meine Pläne meinen Dienern, den Propheten, bekannt gegeben habe, die ich auch meine Freunde nenne, die genau gleichen, die ich aufgebaut habe und vollständig errichten werde in der Kraft meines Geistes, meine Leuchtfeuer, die die Dunkelheit des Endes dieses Zeitalters durchdringen, meine Hirten, die am Tag der Finsternis ausgesandt werden, meine Soldaten, die durch einen Tag voll dicker Wolken, Dunkelheit und schwerer Sorgen marschieren. Schaut, sie werden ausharren und sie können nicht beiseite geschoben werden. Denn sie müssen weitermachen, bis ihre Tage erfüllt sind. Dann werde ich in meiner Kraft auf den Wolken des Himmels kommen, mit gewaltiger Macht und Herrlichkeit. Und an jenem Tag wird die ganze Erde in meiner Gegenwart erbeben und durch das Wort aus meinem Mund erschüttert werden. Sogar die Steine werden schreien und jedes Lebewesen wird in einen großen Lärm ausbrechen und mich ehren. Auch die Berge und alle hohen Orte werden erniedrigt werden und sich vor dem König, der gekommen ist, beugen. Denn ich werde in Gerechtigkeit richten und das Königreich wiederherstellen, durch die Kraft und Majestät meines Gewandes. Denn ich bin der König der Herrlichkeit, der Gerechte Gottes.